uns Gruselgeschichten und das ist passiert. Was? Ja, wie was, Lia? Weiß ich doch noch nicht. Ich hab doch nicht angefangen zu erzählen. Wollen wir gucken, was passieren wird? Yeah, mal schauen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ladies and Gentlemen, damit erstmal Ahoi und willkommen zu dieser neuen Folge Roblox. Und ja, cool, dass wir mal wieder ins Kino gehen, schreibt Lia. Wir waren seit 2 Jahren nicht zusammen im Kino, Lia. Weißt du was? Ich freue mich auf den Film. Der goldene Arm läuft heute, ja? Mal sehen, was da so passiert. Let's go. Okay, komm mit. Wir müssen hier zu diesem Dude hier vorne. Der wird uns sagen, und weißt du was? Das wird hier heute wieder eine Horrorgeschichte, Lia. Ich sag's dir. Okay, dann los. Guck mal, wir haben zum Glück Jungen mit dabei, der wird hoffentlich sich nicht in die Hemd machen, so wie wir wahrscheinlich hier heute. Mal gucken. Let's go. Hier vorne, genau, The Golden Arm. Der goldene Arm ist unsere heutige Story. Ich bin sehr gespannt. Ich weiß nicht genau, was hier vor sich gehen wird. Lia, übrigens, cooles Outfit und ich finde es gut, dass du mit Sonnenbrille ins Kino gehst. Ich habe gehört, dass wenn man die Story hört, ohne Angst zu haben, dann sieht man am Ende ein Secret. Ah, wirklich? Das wäre cool, ja. Noch habe ich keine Angst. Mal schauen, wie sich das so entwickelt. Vielleicht schaffen wir das ja hier heute, ohne Angst ins Kino zu gehen. Da fängt's an. Es war einmal ein kleines Mädchen mit dem Namen Elisabeth, die nur mit ihrem halben linken Arm geboren wurde. Das ist Elisabeth hier. Die sieht aber hübsch aus. Die hat hübsche Augen, oder? Sie war ein süßes kleines Mädchen und alle haben sie geliebt. Ja, das sieht man. Elisabeth wuchs auf zu einer wunderschönen und sehr intelligenten Frau. Ja, krass, jetzt sehe ich das mit ihrem Arm. Das, ja, da fehlt was. Aber keiner der Männer in der Stadt hat sich dann für sie interessiert. Und niemand hat um ihre Hand angehalten. Guck mal, die sind alle mit den anderen Mädchen da hinten beschäftigt. Oh nein, die arme Elisabeth. Ich hoffe, sie ist nicht zu traurig. Elisabeths Herz war gebrochen und sie dachte, sie würde niemals mehr Liebe finden. Keine Sorge, Elisabeth, das wird schon eines Tages. Guck mal, er scheint dich zu mögen. Er will sogar Händchen halten hier. Lia, was machst du? Ich stecke fest, Hilfe. Lia, wieso bist du in den Kamin gelaufen? Warte, wir müssen sie rausholen. Nein, geht es? Okay, nice. Let's go, lass weiter, Lia, bevor du hier wieder irgendwie im Kamin hängen bleibst. Oh, danke, meine Füße sind verkohlt. Alles klar, komm. Aber eines Tages traf sie dann einen gut aussehenden und wohlhabenden Mann namens Colin. Lia, sie findet endlich ihre Liebe. Stell dir das mal vor. Und dabei hat sie gar keine verkohlten Füße, so wie du. Nicht viel später hat Colin dann um Elisabeths Hand angehalten. Und sie hat ja gesagt. Nice. Ja, wunderbar. Die Hochzeit war wie ein Märchen. Es gab nie einen so wunderschönen Tag. Cool. Aber anstatt Elisabeth einen goldenen Ring zu geben, gab er ihr einen goldenen Arm. Oh mein Gott, Lia. Okay, warte. Was schreibst du? Komm, Easy. Wir stehlen den und dann hauen wir ab. Ja, hör auf damit. Lass ihr doch wenigstens den Arm, okay? Jetzt komm. Oh Mann, der goldene Arm, der hat perfekt gesessen. Guck mal, sie hat ihn angezogen an ihren Arm. Ob sie den auch bewegen kann? Und Elisabeth hatte endlich einen kompletten linken Arm. Und er war wunderschön. Ja, das stimmt. Sie hat sogar Goldschmuck dran. Das ist ja wirklich herzallerliebst. Oh, Elisabeth und Colin hatten ein Leben so glücklich wie kein zweites. Yeah. Das Einzige, was dir da fehlt, ist ein bisschen was zu essen. Auf den Tellern. Ansonsten ist es eigentlich ganz gut. Alright, let's go. Also, aber dann kam eine Tragödie und Elisabeth hat sich richtig krank gefühlt. Oh nein, was passiert mit ihr? Elisabeth hat sich komplett verändert. Sie wurde gemein und hat Colin die ganze Zeit angeschrien. Guck mal ihr Gesicht an. Was stimmt mit ihrem Gesicht nicht, Lia? Irgendwas ist mit Elisabeth los. Meinst du, der Arm hat sie verflucht? Ich weiß nicht. Alles, worüber sie noch gesprochen hat, war ihr goldener Arm. Und Colin wusste, dass sie ihren Arm mehr liebte als ihn. Ja, ey, ich weiß nicht, ob der Arm Leute verflucht. Gut, dass wir ihn nicht gestohlen haben. Ja, da hast du recht, sonst hätte er uns verflucht. Sie hat Colin dazu gebracht, zu versprechen, dass wenn sie je begraben wird, ihr Arm mit ihr begraben wird. Oh mein Gott. Als Elisabeth dann gestorben ist, war Colins Herz gebrochen.
aber er hat ihren goldenen Arm mit ihr begraben, so wie er es versprochen hat. Und dann überkam Colin ganz viel Leid. Seine Firma ist niedergebrannt und seine Ernte ist nicht gewachsen. Und er war jetzt arm. Die Banker kamen und sagten ihm, dass sie ihm sein Haus und sein Land nehmen mussten. Colin musste irgendetwas tun. Oh nein, der arme Colin. Er hat sich dann voller Schmerz dazu entschieden, Elisabeths goldenen Arm auszugraben. Und hat ihn an sich genommen. Oh mein Gott, Lia, das nimmt kein gutes Ende, sag ich dir. Oh oh. Colin hat den Arm an die Bank verkauft. Und die Goldschmiede haben mit dem Arm viele verschiedene Dinge gecraftet, indem sie ihn eingeschmolzen haben. Guck mal, da wird der eingeschmolzen, der Arm. Diese Nacht konnte Colin nicht schlafen. Er dachte, er würde Elisabeths Stimme im Wind hören. Oh mein Gott, wie gruselig. Oh no. Es war, als hätte sie gesagt, wo ist mein goldener Arm? Und die Stimme kam immer näher und näher. Ja. Nun war die Stimme direkt vor seiner Tür. Colin, wo ist mein goldener Arm? Sagte die Stimme fordernd. Oh nein. Meinst du, das ist echt? Das wird ja immer gruseliger, aber lass uns von hier weg. Nein, warte! Boom, die Tür ging auf und Elisabeths Geist kam rein. Sie war weiß und hatte rote, leuchtende Augen. Oh no, was? Wo ist mein goldener Arm? Schrie sie. Colin versuchte ihr zu erklären, dass er ihn begraben hatte. Ausgegraben hatte. Aber er hatte versprochen, dass er ihr einen neuen macht. Elisabeth wollte aber keinen neuen, sie wollte ihren, schrie sie voller Ärger. Er erklärte ihr, dass der Goldschmied den Arm eingeschmolzen hatte und dass sie ihn deswegen nicht zurückhaben könnte. Elisabeth wurde immer wütender und flog über Colin. Sie nahm ihn und trug ihn mit in ihr Grab. Und niemand hat je wieder Colin gesehen. Oh no, der arme Colin. Sie sagten, dass Elisabeth sich immer noch irgendwo versteckt, um die Erde herumfliegt und nach jedem Tropfen ihres goldenen Armes sucht. Warte mal. Die sieht ja aus wie ich! Die sieht ja aus wie ich, ja! Ja, die sieht echt aus wie du! Oh mein Gott! Nein, die hat ein goldenes Armband aus Elisabeths Arm, Lia! Nein, pass auf, Elisabeth, komm dich holen! Oh no, no, no. Und wir wissen nicht, wo das Gold gefunden wird. In allen elektronischen Geräten ist Gold drin, wie in Computern und Handys. Ist das Gold von Elisabeths Arm vielleicht sogar in deinem Computer? Oh mein Gott, wir werden es nie herausfinden. Ah, was? Oh mein Gott, das ist Elisabeth. Sie will mich holen. Nein, Spaß. Sie holt ja nur Lia, denn Lia hat ein Armband aus ihrem goldenen Arm. Warte, Lia? Wo ist Lia hin? So, haben Sie zufällig Lia gesehen? Oh no. Zurück ins Kino. Nein, Lia! Hat Elisabeth dich geholt? Oh oh. Freunde, ich glaube, das war's mit Lia. Wir werden sie nie wiedersehen. Noch da ist sie. Hi, Lia. Na, wie fandest du den Film? Alles klar? Oh, ja, Kino war ganz okay. Eigentlich langweilig. Ja, genau, Lia. War richtig langweilig. Du hast dir ins Hemd gemacht. Ich hab's genau gesehen. Freunde, das war's mit unserer Folge hier aus dem Horrorkino. Lasst ein Like da für unsere kleine Gruselgeschichte, die wir uns hier heute erzählt haben. Und abonniert gerne den Kanal hier. Bald kommen nämlich noch mehr Roblox-Gruselgeschichten hier zusammen mit Lia. Ich freue mich schon drauf. Schreibt uns auch gerne Vorschläge in die Kommentare, welche Horror-Stories wir noch hier spielen können. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, euch allen noch einen wunderschönen Tag und hasta la pasta!